nur seine Ausgestaltung, also diese sehr opulenten Applikationen, sondern besonders ist für uns innerhalb der Sammlung, dass wir ihn nach fast 90 Jahren eines anonymen Daseins im Depot herausgeholt haben und nachrecherchiert haben zu diesem Objekt und da eigentlich erstaunlich weit gekommen sind. Auch durch die Beteiligung von Besuchern. Wir haben zum Beispiel heuer im Sommer erst einen Brief von einem Museumsbesucher bekommen, der das Stück hier zufällig gesehen hat und uns sehr gute, sachdienliche Hinweise geben konnte. Alles das, was wir inzwischen gefunden haben, welche Fragen sich ergeben haben. Und wir haben hier so eine Art Besucherbuch aufgelegt, wo die Besucherinnen und Besucher einfach ihre Assoziationen dazu eintragen können.